versuchen wir mal ganz schnell ohne nasse Linse hier rumzukommen. Gestern hieß es, war schön heute. Naja, heute ist eindeutig nicht mehr schön. Ich sag mal, wenn das jetzt labile Luft ist, die kann scheinbar ohne Feuchtigkeit alleine nicht mehr unterwegs sein. Und das ist jetzt nicht das, was am Wochenende bei euch runterkommt. Das ist schon für nächste Woche. Muss ich euch enttäuschen quasi. Also, und wenn die jetzt schon Hagel und Sonderniederschläge ansagen, dann würde ich also ganz vorsichtig sein. Das würde ich ernst nehmen. In diesem Sinne, denn mal viel Spaß. So, und die Claudia Kleinert klärt euch jetzt mal auf, was am Wochenende die labile Luft bei euch machen wird. Um uns Schauer, zum Beispiel in Südspanien, Gewitter in Frankreich über den Benelux-Staaten und auch östlich von uns ein paar Schauer auch in England. Und bei uns wird es morgen zum Teil sogar richtig unwetterartige Schauer und Gewitter geben können. Und zwar hier in diesem Streifen von Schleswig-Holstein runter bis nach Sachsen. Denn im Laufe des Nachmittags strahlt die Sonne und dann wird wandelt sich diese feuchte Luft in dicke Quellwolken um. Und dann können eben diese zum Teil kräftigen Schauer und Gewitter entstehen, örtlich mit Starkregen, mit Hagel und auch mit Sturmböen. Jetzt ja, es war ja schon immer so, dass Mitte Mai eigentlich die böse Sonne, wenn sie scheint, Hagel verursacht und Starkregen und so. Alt ist ja, ja, ist gut, dass du uns warnst, Claudia. Danke dir. Würde ich ernst nehmen, wa? Letztes Mal hieß es unvorhersagbares Tief mit mehreren Kernen. Es ist wieder ein Tief mit mehreren Kernen und sie sagen es diesmal vorsichtshalber schon mal an. Okay,